Willkommen bei Klemmerschlammeck, ich bin der Mike. Heute wollte ich euch ein Modell vorstellen. Das Modell gehört meiner Frau. Ich darf es vorstellen. Es ist die Maus. Ja, die Maus. Riesiger Panzer nennt man das Maus. Ihr wisst, in der deutschen Bundeswehr wurden die Panzer oder werden die Panzer immer nach Tieren benannt. Und das ist halt die Maus. Gut, die Maus gab es vor der Bundeswehr. Ich möchte nicht darauf eingehen. Gut, alles Wichtige zur Maus. Bei Wikipedia finde ich euch unten drin. Ich kann euch schon mal vorab sagen, es gab zwei Prototypen. Einen komplett und einen mit einem Betonturm. Das heißt, der obere Teil war aus Beton für Fahrversuche. Und durch den Größenwahn war die Maus eigentlich, hat sie gleich beim ersten Testfahren eingegraben, weil sie war eindeutig zu schwer. Wie gesagt, alles Wichtige verlinke ich euch dazu. Ich habe auch eine schöne Panzerdoku gefunden auf N24. Die verlinke ich euch auch dazu. Da geht es um die deutsche Panzergeschichte. Ja, das ist das gute Modell. Gibt es bei Kobi unter Nummer 3024. Hat 900 Teile, 47 Noppen lang mit Kanone von hier bis da und 18 Noppen breit. Und ich sage euch eins, das Ding ist stabil. Na gut, ja. Der Kommandant fällt raus. Es ist stabil. Also wirklich super gemacht. Und das Ding ist schwer. Es ist schwer. So, so steht euch vor euch. Es ist ein Riesenteil. Die Kanone hatte ich mir gewünscht, dass man das aus einem Guss macht, aber gut, okay. Die Kanone ist in der Höhe schwenkbar. Man sollte ihn hier vorne biegen, damit die Kanone krumm, also immer versuchen hier zu biegen. Es geht ein bisschen schwer, aber wenn man so raus hat oder man macht es hier, geht auch. Aber am besten ist irgendwie hier, in diesem Rohransatz hier. Die Kanone ist schwenkbar, 360 Grad. Hat breite Ketten, also die Ketten zusammenzubauen. Die Laufketten. Die gehen noch. Die neueren Ketten von Kobi sind feiner, feingliedriger. Das ist ein, wie soll ich ausdrücken? Teilweise eine blutige Angelegenheit. Weil es tut irgendwann total weh. Jetzt schneidet man sich vielleicht noch ein bisschen, aber gut, das ist Nebensache. Ja, das sind alles Aufkleber. Das einzige Modell von Kobi, was keinen Aufkleber hat an Panzermodellen, ist der Leopard A2 Ausführung 4. Der kam exklusiv raus letztes Jahr zu Stahlaufer Heide. Den haben wir auch, den werde ich auch vorstellen. Wir haben ein kleines Mock dazu bauen, Geländemock. Dazu später aber. Zu gegebener Zeit, ich muss ja wieder vorproduzieren und sowas. Man hat ja nicht immer Zeit. Wir haben ja zwei Luken. Der Turm ist drehbar und ein enorm schweres Teil. Also auf einen Arm wird das verdammt schwer. So, so sieht das gute Stück aus. Ich verlinke euch das Ganze auch. Ja, das soll zu dem Panzer gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen und freut euch aufs nächste Video. Bis dann, euer Mike.